Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier in Leischlingen bei Ortho Sport Kraft und Funktion zu Gast sozusagen. Erstmal vielen lieben Dank an euch, dass wir hier das Video drehen dürfen. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr zufällig in Leischlingen seid. Ist mega nice, ist so ein kleines, eher privates Studio, nicht so groß. Ich mag das ja eh nicht so gerne, wenn Fitnessketten so riesengroße Läden haben, ist nicht so meins. Aber heute geht es um das Thema Ganzkörper-Workout mit Kurzhanteln. Die meisten Leute haben ja zu Hause irgendwie ein paar Hanteln rumfliegen. Das sind meistens die Geräte, die jeder irgendwie mal zu Hause hatte. Und deswegen möchte ich euch ein kleines 5-Minuten-Workout geben, was ihr einfach easy zu Hause machen könnt und es nur 5 Minuten dauert. Viel Spaß dabei! Aber als allererstes, wenn du neu bist auf diesem Kanal, mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Lass mir gerne ein Abo da und wir sehen uns jede Woche in einem neuen Video. Aber jetzt gehen wir erstmal direkt los zu den Übungen mit der Kurzhantel. Warum Kurzhanteln, habe ich euch schon erzählt. Fast jeder hat so ein Ding mal zu Hause. Und wir machen das Ganze ganz easy. Jede Übung 30 Sekunden lang und insgesamt 5 Minuten Workout, okay? Wir legen direkt los, also wenn ihr noch nichts bereitgelegt habt zu Hause, schnappt euch schnell eine Matte und eine Kurzhantel und dann legen wir los.
war das kurze 5-Minuten-Workout. Wenn euch die 5 Minuten nicht reichen, gar kein Problem. Einfach nochmal das ganze Workout von vorne. Jede Übung war 30 Sekunden. Ihr könnt aber auch, wenn ihr die Übung gelernt habt, jede Übung einfach 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, was auch immer machen, gar kein Thema. Ich habe jetzt das Ganze auf Zeit gemacht, damit ihr die Ausführung schön macht und nicht die Wiederholung, okay? Das heißt, in der Zeit, die ich euch gegeben habe, jetzt 30 Sekunden, versucht dort einfach so viele schöne, saubere Wiederholungen wie möglich zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, zu Hause zu trainieren, wenn ihr nur 2 Kurzhanteln habt. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.